So, hallo und willkommen zurück. Ja, eine weitere Folge Vulkanoid. Wie ihr seht, sind wir jetzt im Update 1.1446. Entwickler empfehlen, dass man dann einen Neustart macht. Und da gibt es dann heute ein paar Neuerungen. Ich werde alles nachspielen, was wir bis jetzt hatten. Haben wir jetzt ein bisschen mehr Erfahrung, dadurch kommen wir weiter voran. Und werde dann ein paar Speed-Ups einbauen. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine recht lange Folge. Ich hoffe, ich kriege das in einer Folge unter. Das werden wir aber sehen. Zwischendrin wird es ein paar Speed-Ups geben, den Bereich, den wir schon kennen. Und dann, wenn wir so annähernd den Stand haben, wie hatten wie vorher, dann werde ich wieder ins normale Let's Play wechseln. Gut, zu den Neuerungen. Es gibt jetzt eine Story-Mode, den werden wir uns gleich ansehen. Und es gibt die Optionen, wo ich auch sagen kann, stell mal auf Deutsch. Allerdings nur die Option. So. Und wir haben natürlich dann hier mehr Möglichkeiten, alles einzustellen, was ich ziemlich gut finde. Apply. Speichern. So, wir wechseln ein neues Spiel. Adranos used to be a wondrous place. A rich and prosperous island. Home to a busy trading port. But that was not meant to last. It began when strange formations like giant soil tracks started to appear across the island. No one was able to explain how they were made. Soon after the formations appeared, earthquakes followed. Weak at first, they grew more frequent and more violent. A few days later, three volcanoes erupted in the island lagoon, hurling stones, sinking ships, crushing buildings. Captains feared for the safety of their vessels. All trade stopped. People left Adranos aboard fleeing ships. The brave few who had remained soon regretted their decision. An enormous volcano that lay dormant for centuries erupted, flooding the island with a pyroclastic wave, covering it with lava and hurling stones miles away. Those who had made it to the ships were evacuated, myself among them. What we left behind was an apocalyptic landscape of fire and dust. Periodic eruptions turned our beautiful home into a hellish nightmare, disrupting both naval and aerial traffic for years. Despite their best efforts, not even the best Imperial geologists were able to explain the volcano's sudden appearance. Several years later, exiles from Adranos secured funding for an expedition to return to the island and discover what happened. It was my honor to serve as the captain of the Archimedes submarine. As we surfaced a safe distance from Adranos' shore, we knew that this expedition to reclaim our homeland had only just begun. Okay. Und damit geht's dann rein. Der nächste Schritt wird dann die Early Access Veröffentlichung werden von dem Spiel. Das heißt, ihr könnt es dann auch kaufen, wie auch ich. Also, ne? Die paar Euros sind da gar nicht so schlimm. Okay, fangen wir an. Wie gesagt, ich werde ein paar Speed-Ups einbauen. Wahrscheinlich wird das dann hier schon beginnen. We'll be right back.
Okay, weiter. Wir haben das Zeug. Wir müssen jetzt mit dem Captain reden, um unser eigenes Schiffchen zu claimen. Blub. Und Tamara, Hallöchen und danke für den Post. Ja, ich werde versuchen, ein bisschen mehr darauf einzugehen. Und es nicht ganz so wie ein Shooter zu spielen, obwohl man es ja auch wohl kann. So, jetzt müssen wir unser Schiffchen claimen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Was? Naja, eigentlich bekommt das Spiel ja auch ein Multiplayer-Update und einen PvP-Modus. Und deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass das schon ganz okay ist. Boah, wo bin ich denn jetzt da? Pass auf, so, so. Und dann muss ich hier da oben schon Module. Energiemodul ist derzeit drin. Ich habe gar kein Storage-Modul, ne? Das heißt, wenn ich jetzt craft, okay. Standort, Ziel. Ich muss also nochmal zu dem Professor da zurück. Zack. Aber ja, klar, Kritik ist immer gut und wenn es dann reinpasst, klar. Und in dem Falle stimmt's ja. Nur es war halt kein Story-Modus vorhanden. Produktionsanlage geht doch. Verbrauchsmaterial. Eine Kupferschraube, eine Kupferplatte. Coal Power Modul, das habe ich vergessen zu öffnen. Weg mal weg. Blub. So, Low Energy, jo. So, das sollte ich jetzt beim... Nö, wo ist denn das gelandet? Dich schließe ich. Dich schließe ich. Und dich schließe ich. So, dann sollte es uns ja schon mal besser gehen. Naja, ein zweites Power-Modul will ich jetzt nicht ablegen. Power-Modul da rein. Produktionsanlage. Wo landen denn die Sachen? Ich noch gar kein Storage gefunden. Doch, da ist es. So. Module. Kupferrohre. Tür. Ganz wichtig. Nee. Lässt sich nicht drehen? Willst du mich veröppeln? Ah, Window-Modul. Alles klar. Das ist natürlich jetzt neu. Window-Modul, Tür-Fenster-Modul, Kupferplatte. Module, Türfenster. So, man kann jetzt Fenster separat craften. Cool. Window-Modul habe ich wieder genommen, ne? So, klar. So, okay. Unser Moped ist soweit fertig. Ne, ich muss da noch eine Reparatur reinschmeißen. So. Alles klärchen. Okay, du produzierst.
Wir gehen jetzt ein paar Resis holen. Achso, ja, Radiokontakt. Wir wollen ja die Quest und die Stories verfolgen. Radio? Da. Ups. Repair Damaged Modules. Ich habe gedamagte Module? Ich glaube nicht. Ja, das habe ich wieder vorausgenommen, ne? Doch. Habe ich. Kaputic. So, auf den Orangen, dass sich das orange Umfeld bildet. Zack, die zeigen einem wirklich alles. Das ist super cool. Na, komm. Da. Power Plant. Build a Power Plant Modul. So, oh. Muss ich das noch bauen, wenn ich das hab? Aha, Coal Use, okay. Kohle ist in Benutzung. Ja. Wohl 2 Meter. Aha, ich soll ein Power Plant Modul setzen. Das kriegen wir hin. Platsch. Quest is finished. Ich muss Radio kontakten. Zack, Storage Modul. Bullet ist Storage Modul. Ich soll noch eins bauen. Okay. Storage benötigt ein Kupfer, ein Rohr, ein Schrank. Wo kriege ich denn jetzt einen Schrank her? Ein Schrank, eine Kupferplatte. Module. Deutschmodul. Ein Schrank. Der Schrank wurde nicht gebaut, weil wegen vergessen habe. Wir haben noch 10 Minuten. Modul. Storage. Naps, liegt dann hier im Online-Speicher. Travel to a new location. Ja. Aber erstmal mache ich uns ein bisschen mehr Storage. So. Contract Caption to Radio Actual Trips. Ja. Turret Modul. Akzeptieren. Menü. Kann ich noch nicht. Doch, kann ich, klar. Kupferbarren, Kupferrohre. Kupferrohre. Und Kupferplatte. Nicht Barren. Schwupp. So, und dann als nächstes ist die Munition fällig. Schwefelpulver brauche ich dafür. Das kriege ich mit ein bisschen Glück doch hier. Das würde ich gerne demontieren. Rechte. Was? Rechte Maus, genau. Ich hätte das nämlich gerne da und da die Tür. So. Sehr schön, Schwefel. 8 Minuten ist eine Menge Zeit. Vielleicht schaffe ich das noch mit dem Schwefel. Habe ich denn genug Platz? Ich habe genug Platz. Wir stehen gut in der Zeit. Ja. Warte mal, die Teile packe ich direkt. Das machen wir direkt wieder wie früher. So. Jetzt habe ich das Modul habe ich eingebaut. Ne, ja. Jetzt muss ich dafür Munition machen. Aber erstmal muss ich Schwefelpulver produzieren. Ja, genau, das ist jetzt endlos, ne? Keine Ahnung.
Munition. 1, 2, 3, 4. Oh, mehr geht nicht. Fehlt denn? Kupferschrauben brauche ich dafür. Okay. Aha. Das hier, ne? Gut. So. Jetzt ist unsere Waffe aktiv. Munition sollte sie auch haben. Damit fahren wir sie ein. Genau. Ne, dann ist sie aktiv. So. Ach, sieht auch alles viel schöner aus. Seht ihr das? Super cool. Okay, die passt auf uns auf. Machen wir den nächsten Radio. Install ein Drillship-Segment. Okay. Das können wir doch bestimmt basteln. Komponenten, Upgrades, ne? Ja. Bauen. Ah, jetzt wird die Zeit langsam. Menü. Machen wir ein paar Barren. Mats hast du genug. Kohle ist auch 72 dabei. Bring nochmal hier runter ins Dörfchen. Player-Models sind auch mittlerweile in der Arbeit. Sprich, vielleicht können wir uns bald selbst angucken. Und meine Theorie verwerfen oder untermauern, dass wir selbst ein Roboter sind. So, ich verbrauche im Moment mehr Energie, als ich habe, ne? Grenades, Medikits und Munition. Main Quests. Oh, was war das denn? Da ist das Spiel abgestürzt. Na, kurzer Stopp. So, hier können wir laden. Ich hatte noch ein Unity-Update-Zeichen gesehen. War komisch. Okay. Wie lange haben wir noch? Ah, gute 3 Minuten. So, pass auf, wir müssen nochmal mit dem Fuzzi quaken. Install Drip-Trip-Segment. Jo. Das Auf- und Abtauchen können wir nämlich jetzt auch in den Filmsequenzkamera. Ja, während der Reise und niemals. Aber ich will das anlassen. Falls da irgendwas kommt, was wir noch nicht kennen. So, und rin damit. Gut, diesmal gibt es kein Unity-Update-Zeichen. Der Vulkanausbruch steht kurz bevor. Mhm. Prepare for attack. Ja, ich soll jetzt Granaten und sowas bauen. Die kann ich aber noch gar nicht. Munition, Produktionsmodul. Stufe 2 kann ich auch noch nicht. Kupferschrauben und Schwefelpulver. Das produziert man dort. Das geht, wenn er später. Wir wollen jetzt mal eben. We'll be right back.
Die nächste Eruption. Können wir ja bald wieder nach oben. Tage 10 oder 11 und Select. Ich liebe den Anblick immer noch. Also so, wow, ist geil. Das kriegen andere Spiele tatsächlich nicht so hin. Guckt euch das an.
So, ich muss jetzt hier noch was finden. Eigentlich ziemlich genau vor mir, okay. Ach, hier. Irgendwo. Da. Und tschüss. War ja nicht weit. Das ist genau das gleiche, wie ich schon hab. Raffinerietechnologie. Also muss ich zur 8 oder zur 9. Underground Surface. Gib Vollgas. Wie geht's mir generell? Ganz gut. Guten Slugs. Naja, hier. Da ist noch Platz. Turbine ist fertig. Die habe ich ja total vergessen. Bäm. Jetzt kann die Raffinerie doch weiter. War doch vorhin schon genau. Hat man doch vorhin schon gebaut. Ja, ich brauche Kristalle. Technologie Grundproduktion. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und wir sind hier rot. Raffinerie, Forschung, Produktions. Ah. Egal, wir gehen jetzt zum roten Punkt. Darüber. Müssen diese Roboter vertreiben. Oh ja. Und auch schon wieder deutlich härtere. Burschen, ich muss mich heilen. Gott sei Dank darf ich währenddessen looten. Und ja, ich loote gerne. Leute, hier nicht oder bin ich da noch nicht? Doch, links. Ah, hier. Okay. Aber hier ist keine Technology. Ich glaube, die haben die Schlümpfe schon abgefarmt. Okay, was brauchen wir? Wo können wir denn sonst noch reden? Fehlendes Objekt. Da kommen wir eh nicht hin. Grün. Forschungstechnologie. 16, da kommen wir auch noch nicht hin. Bleibt uns höchstens noch die 5. Dann mal schnell rüber. Auf geht's. Fünf. Travel. Nein, ich muss hier noch umräumen. Ist eh voll. Der hat noch Platz. Wie guten Slugs hatte ich hier drin. Ja. Sind gesund, durchgeladen. Alles klärchen. Schaffen wir uns nochmal einen Überblick. 5 und dann einfach
geradeaus, sprich die Richtung, die wir gerade einschlagen. Hopp. Drittschiffsegmente kann nur unterirdisch installiert werden, denn eine bessere Dampfturbine ist erforderlich. Was habe ich denn da? So, jetzt habe ich ein besseres Production-Tier. Ja, Upgrade. Okay. Auch eine bessere Dampfturbine. Eisenplatten und Kristalle. Und den kann ich bauen. Produktionsmodulstufe 2 muss ich jetzt bauen. Oh, hier, Energiestufe 2. Eisen brauche ich dafür. Produktionsstufe 2. Her damit. Aha. Will ich natürlich auch noch looten, ne? Kugeln. Umsonst. Immer nett. Platten sowieso. Die hatte ich schon, ne? Jo. Die sehen ziemlich leer aus. So, dann können wir unsere Upgrades bauen und dann sind wir eigentlich schon wieder auf dem gleichen Stand. Wie vor dem Update. Das lege ich tatsächlich mal hier rein. Aber ich müsste doch noch was forschen können, oder? Technologie, fortgeschrittene Metallurgie, Kristalle. Ja, genau. Also bewahre ich mir die Forschungsdinger da auf. Er ist noch am Bauen. Das sieht nach einem Energieproblem an. Aus. Ne, das ist okay. Dann kann der uns ja auch noch Barren bauen. Noch geht's mit der Energie? Na, ist doch fertig. Geht doch. 68 und forschen können wir erst. Das haben wir, das haben wir und das haben wir. Für die Dreier brauchen wir dann natürlich, klar. Und fürs Produzieren? So, jetzt geht's aber rund. Forschung 2 müsste ich eigentlich schon haben. Mhm. Produktionstier 2 wird gemacht. Raffinerietier 2, habe ich die schon? Ich glaube nicht, ne? Energie, alles Einser. Tatsächlich nur Einser. Dann brauche ich Energie 2, Eisenplatten, das wird nichts. Ah ja, genau. Und Raffinerie auch nicht, sehr schön. Aber die Produktion, die können wir schon mal planschen, ne? Und dafür nehmen wir die Produktion 1 aus dem Verkehr. Energie. Setzen wir hier rüber. Und da die Zweier. So. Menü können wir... Ja, das verarbeiten. Module. Upgrades. Genau. Ein Bohrer-Upgrade bitte. Den hätte ich ja gerne. Den hätte ich so gerne. Und dann können wir nämlich ein weiteres Modul einsetzen. Kernstufen-Upgrade. Da, ja, geht auch dann. Alles klar. Produktionstier 1, das bringt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter. Da. So. Und der Kern kann auch erstmal hier drin liegen.
So. Und dann würde ich sagen, haben wir damit den Punkt erreicht. Spiel speichern. Ab dem wir dann wieder ins normale Let's Play gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. So, dass ich das jetzt so ein bisschen vorgezogen habe und so, damit das nicht ganz so langweilig ist. Dann danke ich fürs Zusehen. Sagt ciao, ciao und bis bald. Also morgen.